Den Unterschied, den du hier siehst, machen nur zwei Einstellungen aus. Und wenn du diese beiden Sachen eben richtig einstellst, hast du wahrscheinlich schon mindestens 90% der für dich richtigen Einstellungen am Fernseher getätigt. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. Und dieses Video machen wir aus zwei Gründen. Erstens, damit du natürlich deinen Fernseher zu Hause ganz einfach besser einstellen kannst. Und zweitens, damit du, wenn du zwei Fernseher vergleichen möchtest, eine schnelle und simple Grundlage dafür hast. Die Ursachen, warum genau diese beiden Einstellungen von Werk aus eingestellt und so gravierend sind, wären die EU und die Konkurrenz. Genauer genommen die Energieeffizienzrichtlinien der EU und dass man sich beim Vergleich im Laden eben oft für den knalligeren, bunteren Fernseher entscheiden würde. Wirklich detailliert werde ich jetzt gar nicht auf die Ursachen eingehen, weil wir zu Energieeffizienz und Stromverbrauch schon eigene Videos gemacht haben und auf die Kaufhausthematik sind wir auch bereits im Video zu den größten Fehlern beim Fernseherkauf näher eingegangen. Bevor es jetzt aber an die wirklichen Einstellungen geht, sollte ich zumindest kurz das Ziel, also das gewünschte Ergebnis, definieren. Wahrscheinlich möchtest du, dass der Fernseher die Filme, Serien oder mittlerweile ja auch Games genau so anzeigt, wie es gedacht ist, beziehungsweise wie es sich eben die Koloristen in der Produktion gedacht haben. Und du möchtest, dass es auch so bleibt und nicht einfach ohne dein Zutun sich was daran ändert. Wenn du das nicht möchtest oder dir das, was dabei rauskommt, nicht gefällt, dann darfst du natürlich davon abweichen. Nein, dann sollst du sogar einfach andere Einstellungen nutzen, denn am Ende geht es ja darum, dass es dir gefällt. Als erstes sollte man das automatische Energiesparen deaktivieren. Das ist nämlich standardmäßig aktiviert, damit der TV die Energieeffizienzrichtlinien einhält. Klar, deaktiviert verbraucht der TV dadurch eventuell etwas mehr Strom. Allerdings können auch andere Einstellungen den Stromverbrauch senken und die beschneiden die Möglichkeiten des Fernsehers dann nicht so gravierend. Denn im Energiesparmodus wird nicht nur die Spitzenhelligkeit deutlich eingedämmt, sondern auch die Helligkeiten über das gesamte Spektrum reduziert. Damit hat man dann nicht nur völlig falsche Werte, sondern man kann gerade in dunklen Szenen kaum noch was erkennen. Die Helligkeit ist aber gar nicht alles, was durch das Energiesparen beschnitten wird, sondern je nach Hersteller hat das auch Einfluss auf den Klang oder auch noch weitere Einstellungen. Selbst wenn dir das Bild dann erstmal zu hell ist, würde ich trotzdem das automatische Energiesparen deaktivieren und dann eben einfach die Helligkeit runterregeln. Zum Teil ist das Energiesparen an einer komischen Stelle im Menü versteckt. Wir zeigen dir gleich, wo du das alles bei den 7 wichtigsten Herstellern umstellst, aber vorher noch zur nächsten gravierenden Einstellung. Ach so, und sollte es keinen wirklichen Unterschied machen, ob du das Energiesparen jetzt aus- oder einstellst, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass dein Fernseher einfach nicht sonderlich hell werden kann. Für Filme oder Games in High Dynamic Range musst du dir dann wohl einen besseren anschaffen, falls dir das eben wichtig ist. Einen noch viel größeren Unterschied kann aber die zweite Einstellung machen. Denn die ist sowas wie die Grundeinstellung der Bildqualität. Gerade wenn dir das Bild zu knallig oder übersättigt erscheint, könnte das die Lösung sein. Ich spreche vom Bildmodus. Der ist nämlich in der Standardeinstellung meist übertrieben. In den Märkten gibt es sogar noch schlimmere Kaufhausmodi oder den lebhaften, dynamischen oder Vivid-Modus, damit ein Fernseher gerade im Vergleich mit anderen einfach viel heller und besser wirkt. Für alle, die sich für die Gründe dafür interessieren, wie auch Farbe und Helligkeit in der Wahrnehmung zusammenhängen, empfehle ich unseren Vergleich zwischen OLED und QD-OLED, wo ich den sogenannten Helmholtz-Kohlrausch-Effekt gezeigt und erklärt habe. Aber zurück zum Bildmodus. Seit ein paar Jahren gibt es bei den meisten Fernsehern den Filmmaker-Mode. Und das ist genau der Bildmodus, mit dem man ein möglichst korrektes, neutrales Bild bekommt, ebenso wie es gedacht ist. Dazu bleibt der Filmmaker-Mode im Gegensatz zum Standardmodus oder anderen Bildmodi einfach so nah wie möglich am Industriestandard der Filme.
Im Detail sind das vor allem drei Dinge. Erstens hat man mit einer warmen Farbtemperatur von 6500 Kelvin den neutralsten Weißabgleich. Zweitens sind die Farb- und Helligkeitswerte alle so nah wie möglich am Soll und werden eben nicht absichtlich verändert, um ein knalligeres Bild zu erzeugen. Und drittens werden alle weiteren Bildverbesserungen deaktiviert. Moment, im Titel des Videos steht die drei wichtigsten Einstellungen. Aber eigentlich ging es jetzt das ganze Video nur um zwei. Naja, das kommt daher, dass man für ein neutrales Bild nach diesen ersten zwei Einstellungen in der Regel sonst gar nichts mehr machen muss. Also zumindest bei den höherpreisigen Modellen. Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Einstellungen. Auf diese jetzt alle einzugehen, würde natürlich den Rahmen des Videos sprengen, denn eigentlich würde fast jede Einstellung ihr eigenes Video verdienen oder auch benötigen, damit man sie gut genug erklären kann. Am ehesten können im Filmmaker-Mode dann die leicht ruckelnden Bewegungen stören. Die bekommt man oft mit der geringsten Form der Zwischenbildberechnung schon erheblich geglättet. Ist allerdings echt nicht jedermanns Sache. Deswegen ist die dritte Einstellung, wenn man so will, einfach das, was dir am besten gefällt. Und dazu muss man rumprobieren, um eben genau die persönlichen Vorlieben zu treffen. Zumindest hast du dank der anderen beiden Einstellungen eine Grundeinstellung, bei der nichts Ungewolltes schon aktiv ist. Sag uns auf jeden Fall unten in den Kommentaren, was du noch gerne am Bild deines Fernsehers verbessern würdest. Wir werden dann versuchen, mit kommenden Videos immer mehr dieser Fragen zu beantworten. Und damit du die nicht verpasst, beziehungsweise auch wenn du uns einfach mit quasi keinem Aufwand ein bisschen unterstützen willst, abonniere einfach unseren YouTube-Kanal. Ich werde euch jetzt in alphabetischer Reihenfolge bei 7 verschiedenen Herstellern zeigen, wo ihr genau diese Einstellungen findet. Bei Hisense ist die Sache ein bisschen anders, weil es nicht wirklich so einen Energiesparmodus gibt. Trotzdem muss man ein bisschen aufpassen. Wir gehen also in die Einstellungen rein und wählen dann als erstes den anderen Bildmodus aus. Hier kommt dann auch der Hinweis zur Energieeffizienz. Und nachdem wir jetzt hier den Filmmaker-Mode ausgewählt haben, sind wir noch nicht ganz fertig, sondern sollten auf jeden Fall noch in die Bildmodus-Einstellung und hier die Hintergrundbeleuchtung anpassen. Und es geht gar nicht darum, wie viel Local-Dimming wir haben wollen, sondern es geht vor allem darum, dass der automatische Lichtsensor eben deaktiviert wird, damit das Bild sich nicht quasi von selbst ändert. Und dann kann man noch alle weiteren Einstellungen vornehmen. Bei LG-Fernsehern müssen wir die Zahnradtaste auf der Fernbedienung lange gedrückt halten, um eben ins Einstellungsmenü zu kommen und dann als erstes unter Allgemein einmal ganz nach unten scrollen zu Energiesparen. Hier dann den Energiesparschritt auf Ausstellen, damit eben nicht ungewollt die Bildeinstellungen, die wir gleich noch vornehmen, vom Fernseher selbst angepasst werden. Im Bildmenü können wir dann als erstes natürlich den Modus auswählen und egal was hier vorher eingestellt war, empfiehlt sich der Filmmaker Mode eben für die neutralsten Grundeinstellungen. Und ab jetzt kann man natürlich noch andere Einstellungen vornehmen, wie es einem persönlich eben am besten gefällt. Bei Panasonic geht das Ganze ziemlich schnell und einfach. Wir müssen einfach ins Menü und dann in den Bildeinstellungen, ganz nach oben, den Modus zum Filmmaker Mode ändern und dann eben noch, ganz wichtig, die Umgebungssensoreinstellung für die automatische Helligkeitsregelung ausschalten. Und fertig. Bei Philips Fernsehern mit Google TV Betriebssystem geht das Ganze eigentlich relativ schnell. Wir gehen in die Einstellungen rein, einen Moment, so, dann natürlich zum Bild und hier müssen wir eigentlich nur die KI-Bildeinstellung ändern und zwar von dem Eco-Modus eben in den Filmmaker-Mode. Und dann, das können wir auch einmal kurz überprüfen, müssen diese ganzen Optimierungen eben deaktiviert sein, weil die eben das Bild anpassen, ohne dass wir es wirklich wollen. Aufpassen muss man nur, wenn man jetzt in den Spielemodus wechselt, zum Beispiel, was ja auch automatisch passiert, wenn man die PlayStation oder Xbox Series X anwirft. Denn dann muss man eventuell diese Optimierung nochmal ausstellen, weil die eben in anderen Bildmodi, wie dem Spielemodus, sich wieder selbst einschalten können.
hier ist die Reihenfolge direkt auch umgekehrt, denn hier muss man zuerst den Bildmodus ändern und dann die Energiespareinstellungen ausschalten, weil es eben sein kann, je nach Modell, dass man das für jeden Bildmodus einzeln tun muss. Also, wir ändern als erstes den Bildmodus von Eco, was die Voreinstellung ist, zum Filmmaker Mode. Und natürlich kann das den Stromverbrauch erhöhen. Genau. Und sobald wir das gemacht haben, sind wir noch nicht ganz fertig, sondern jetzt müssen wir noch zurück in die allgemeinen Einstellungen. Und hier können wir dann unter Ein-Aus Energiesparen die Helligkeitsoptimierung deaktivieren. Bei Sony-Fernsehern mit Google TV-Betriebssystem müssen wir als erstes das Energiesparen ausschalten. Das finden wir, wenn wir einmal auf das Zahnrad der Fernbedienung klicken und dann nochmal OK, um quasi wieder aufs Zahnrad zu gehen, in den quasi generellen Einstellungen, dann unter System. Und auch jetzt müssen wir wieder weiter nach unten scrollen, ist schon ein bisschen versteckt, zu Stromversorgung und Energie. Und je nachdem, was man bei der Ersteinrichtung eingestellt hat, kann man jetzt im Energiesparmodus das Energiesparen deaktivieren mit aus. So, jetzt kann zumindest der Fernseher selbst nicht mehr ungewollt die Helligkeit begrenzen. Einen Filmmaker Mode gibt es bei Sony leider nicht, aber man kann zumindest nah da dran kommen, wenn man eben nochmal in die Einstellungen reingeht und dann auf Bild und Ton, dann kann man als Bildmodus jetzt eben nicht Standard auswählen, sondern Kino und hat dann ein Bild, was eben sehr nah an so etwas wie einen Filmmaker-Mode rankommt und von da eben noch eigene Einstellungen vornehmen. Bei TCL ist es auch wieder ein bisschen anders, aber wir gehen einfach in die Einstellungen rein, dann nur unter Bild finden wir uns zurecht, können da auch zuerst den Bildmodus eben auf Kino setzen, denn einen wirklichen Filmmaker-Mode haben wir hier bei diesem TCL-Fernseher gar nicht. Dann müssen wir in die Experteneinstellungen unter Helligkeitseinstellungen noch ganz wichtig die dynamische Helligkeit eben von Eco auf, jetzt schlecht übersetzt, Schließen ändern. Dann sieht man ja auch eine deutliche Änderung, damit das eben nicht automatisch angepasst oder eben abgeriegelt wird. Ich hoffe, dass du mithilfe dieses Videos jetzt schon ein deutlich besseres Bild auf deinem Fernseher hast. Wenn dein Fernseher schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, kann es natürlich sein, dass es noch gar keinen Filmmaker Mode gab oder dass Energiesparen nicht standardmäßig voreingestellt war. Solltest du dann auch mal Filme in High Dynamic Range sehen wollen, kommst du wahrscheinlich nicht um einen neuen Fernseher herum. Oder du versuchst mal Bildmodi wie Film, Movie oder dunkler Raum. Wie du den besten Fernseher für dich findest, dazu haben wir auch schon das ein oder andere Video gemacht, also schau vielleicht mal in dieses Video hier rein. Oder bleib mit dem Abo immer up to date. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.